Der ukrainische Präsident hat den Oberbefehlshaber der Streitkräfte entlassen. General Valery Saluzhny wird durch Oleksandr Sirski ersetzt. Wladimir Selenskyj begründete die Entscheidung damit, dass Veränderungen notwendig seien und dass diese bei der militärischen Führung beginnen sollten. Der Staatschef dankte General Saluzhny für seine Arbeit in den letzten 2 Jahren, betonte jedoch, dass die Zeit für eine Erneuerung jetzt gekommen ist. In den sozialen Medien schrieb Selenskyj, er habe mit Saluzhny über den notwendigen Erneuerungsprozess in den Streitkräften gesprochen und ihn gebeten, Teil dieser erneuerten Führung zu sein. Generaloberst Oleksandr Sirski, der neue Oberbefehlshaber der Streitkräfte, war zuvor Oberkommandierender des Heeres. Der 58-Jährige ist seit 2013 an den Bemühungen der ukrainischen Armee beteiligt, NATO-Standards zu übernehmen.